Kanälen sieht und dann noch von Müller gespielt auf Podolski. Riesenchance. Klose ist in der Mitte. Klose! Was ist da? Tor! Das ist das 2:0. Das ist Deutschland und das ist der Wahnsinn. Miro, wunderbar. Aber das war natürlich auch kein Kunststück mehr. Die Vorarbeit von Poldi, überragend. Und dann legt er ihn quer und Klose aus dem Meter schiebt ihn rüber. 13. WM-Tor. Einen brauchst du noch, sagst du, in Gatterreich, den Gerd Müller. Momentan Tschüss Fontaine, den Franzosen eingeholt. 51. Länderspieltor. Und das im 100. Länderspiel. Und jetzt glaube ich allmählich an Durban, an das Halbfinale. Aber wir wissen auch, die Argentinier haben viel, viel Potenzial. Es gibt ja dann immer wieder die Geschichten, wie schwer das war, den Ball zu verwandeln. Aber den hätten sie selbst mit Skistiefeln reingeschossen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch ein Meter war am Ende, um den Ball über die Linie, die Torlinie zu bekommen. Deutschland!